Vom Leben und Sterben von Sonnen. Eine kurze Zusammenfassung, Teil 1 von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hallo, liebe Freunde von Astronomie und Allgemeinbildung. Was wird aus unserer Sonne? Wie lange strahlt sie noch? Wird sie sich verändern? Wie sieht es bei anderen Sonnen, also anderen Sternen aus? Diesen Fragen versuche ich auf etwas zusammenfassende Weise nachzugehen. Ich wünsche viel Freude und Gewinn daran. Hier ist das Inhaltsverzeichnis zum Teil 1. Wie immer eigentlich mehr zur schriftlichen Dokumentation und zum Nachschlagen. Also wir beginnen mit der Geburt von Sternen, behandeln dann den braunen Zwerg und den roten Zwerg. Danach das Leben von Sternen, von Hauptreihensternen. Besonders wichtig ist hier das Herzsprung-Russell-Diagramm. Hauptreihensternen wie unsere Sonne also. Danach geht es um das Sterben von Sternen und ihre Entwicklung in der Endphase zum roten Riesen und zum weißen Zwerg. Und eine Sonderform davon ist die Nova des weißen Zwerges. Weiteres bitte in Teil 2. Hier ist das Inhaltsverzeichnis zum Teil 2. Wie immer eigentlich mehr zum Nachschlagen oder zur schriftlichen Dokumentation. Nach einem kurzen Exkurs über Größenklassen von Sternen und Lebenszyklen von Sternen geht es dann um massereiche Sterne, um ihr Leben und ihr Sterben, dann um die Endzustände, also die Supernova und davon die Formen der Kernkollaps-Supernova und die thermonukleare Supernova, schließlich kurz das Leben von großen Sternen und von Riesensternen. Und deren Ende findet dann statt in einem Neutronenstern oder in einem schwarzen Loch. Weitere Themen bitte nachzusehen in Teil 1. Man kann die Sterne nach Größenklassen einteilen. Für unsere Fragestellung ist jetzt ganz entscheidend die folgende Feststellung. Was für ein Leben die Sterne, die Sonnen führen und wie lange es dauert und wie auch ihr Ende aussieht, das hängt von ihrer Ausgangsmasse ab. Wir unterscheiden erstens kleine Sterne, diese besitzen weniger als 60% der Sonnenmasse. Dann mittelgroße Sterne wie unsere Sonne, das sind die Hauptreihensterne. Dann gibt es große Sterne, die 8 bis 10-mal die Sonnenmasse beinhalten. Und sehr selten sind Riesensterne, diese haben 100 Sonnenmassen und mehr und ganz verschiedene Schicksale. Dieses übersichtliche Schema, das ich übernommen habe, zeigt die Grundzüge des Vortrages und behandelt in schematischer Weise die Lebensphasen eines Sternes. Am Anfang steht eine große interstellare Gas- und Staubwolke. Durch die Kräfte der Gravitation kommt es zur Kontraktion und schließlich zur Entwicklung eines Protosterns, eines ersten Sternes. Hieraus kann sich entwickeln ein Hauptreihenstern, wenn mit Wasserstoff brennen. Wenn dessen Masse sehr klein ist, unter 0,6 Sonnenmassen, dann entwickelt sich dieser zu einem roten Zwerg und schließlich zu einem weißen Zwerg, der am Ende abkühlt. Wenn die Masse groß genug ist, so wie bei unserer Sonne, dann kommt es zur Expansion der Hülle und nach dem Wasserstoffbrennen zum Heliumbrennen und am Ende seines Lebens steht ein roter Riesenstern, ein roter Riese. Wenn die Masse unter 1,4 Sonnenmassen beträgt, das ist die Chandrasekhar-Grenze, dann schrumpft auch dieser rote Riese letztlich zum weißen Zwerg. Wenn die Masse über dieser Grenze liegt, dann kommt es zum Kernkollaps, Gravitationskollaps. Und daraus entwickelt sich explosionsartig eben eine Supernova. Nach der Supernova-Explosion ist wieder entscheidend die verbliebene Kernmasse. Wenn diese kleiner ist, zwischen 1,4 Sonnenmassen mindestens und unter 3 Sonnenmassen, so entwickelt sich hieraus ein Neutronenstern, eine rasch rotierende, extrem dichte Materiekugel im All. Wenn die verbliebene Kernmasse über 3 Sonnenmassen beträgt, dann kollabiert diese weiter und wird zu einem schwarzen Loch, einer Singularität. Die Geburt von Sternen. Sterne, so wie auch unsere Sonne, werden geboren, sie leben lange und sie sterben. Eine Anmerkung zuvor,
Für einen christlich gläubigen Menschen grenzen diese Geschehen an Wunder. Bei aller wissenschaftlicher Abklärung im Detail, auf die wir so stolz sind und die beinahe bis zum Anfang des Universums reicht, bleibt noch genügend Raum für den Respekt vor einem möglichen Schöpfergott von Materie und Naturgesetzen. Also, Sterne werden geboren aus dem interstellaren Medium ISM. Das interstellare Medium erfüllt den gesamten Weltraum und besteht aus sehr dünn verteilter Materie und deren Strahlung und Magnetfeldern. Das ISM besteht zu 99% aus interstellarem Gas in ionisierter, atomarer und molekularer Form, sowie zu 1% aus winzigen Staubkügelchen aus Silikaten, Kohlenstoff und Eis. Das Gas wiederum besteht zu 90% aus Wasserstoff, zu 10% aus Helium und aus Spuren von schweren Elementen, die die Astronomen als Metalle subsumieren. Das Bild zeigt sehr eindrucksvoll eine solche große Molekülwolke aus interstellarem Gas und Staub, die potenziell eine Sternentstehungsregion ist. Weiter zur Geburt von Sternen. Sterne entstehen aus dichten Molekülwolken, die nicht gleichmäßig, sondern unregelmäßig dicht strukturiert sind und am ehesten eine filamentäre Struktur, also eine fadenförmige, netzförmige Struktur aufweisen. Entlang dieser Fäden entstehen wie Perlen an einer Kette Verdichtungszonen, aus denen Sterne geboren werden. Die Ursache dafür ist noch spekulativ, das könnte aber Folge der Gravitation und von Turbulenzen sein. Solche Verdichtungszonen nennt man Globulen, Kugeln, nach einem Astronomen Bock Globulen genannt. Das sind räumliche Verdichtungen innerhalb der Molekülwolke. Und aus diesen können eben Sterne entstehen. Wir sehen das hier im Bild, wo solche dunklen Wasserstoffmolekülwolken vor dem hellen Hintergrund ruhig herziehen und in diesen entstehen junge Sterne. Sterne mit geringer Masse können auch in Isolation entstehen. Massereiche Sterne formen sich in sogenannten Clustern, Gruppen und entstehen aus großen Molekülwolken. Hier ein besonders schönes Beispiel für Sternentstehung. Die Whirlpool-Galaxie M51 ist eine klassische Spiralgalaxie, 31 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, im Sternbild Canes Venatici, also Jagdhunde, und im Hintergrund zeigt sich ihre kleine Begleitgalaxie. Die gewundenen Arme der majestätischen Spiralgalaxie M51 sind lange Bahnen von Sternen, Gas und Staub. Dieses Bild ist das bisher beste Bild aus dem Jahr 2005 vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA und ESA und zeigt das großartige Design einer Spiralgalaxie. Von ihren geschwungenen Spiralarmen, in denen sich junge Sterne befinden, bis zu ihrem gelblichen zentralen Kern, der Heimat älterer Sterne. Die Arme erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie sind Sternentstehungsfabriken, die Wasserstoffgas komprimieren und Haufen neuer Sterne erzeugen. Im Whirlpool beginnt das Fließband mit den dunklen Gaswolken am inneren Rand, bewegt sich dann leuchtend zu den rosa Sternentstehungsgebieten und endet mit den leuchtend blauen Sternhaufen entlang der äußeren Kante. Der Vorgang ist folgender: Während die kleine Begleitgalaxie NGC 5195 im Hintergrund vorbeizieht, pumpt ihre Gravitation Wellen in die pfannenkuchenförmige Scheibe des Whirlpools. Wenn diese Wellen durch umkreisende Gaswolken gehen, drücken sie auf das Material entlang der Innenkante jedes Armes. Die dichten Wolken kollabieren und erzeugen eine Spur von Sterngeburten, wie es in den leuchtend rosa Sternentstehungsregionen zu sehen ist. Die größten von den jungen Sternen fegen schließlich ihre staubigen Hüllen mit einem Strom von Strahlung, Sternwinden und Schockwellen von Supernova-Explosionen hinweg.
Hellblaue Sternhaufen tauchen aus dem Chaos auf und beleuchten die Arme. Das Bild zeigt eine protoplanetare oder protosolare Scheibe in künstlerischer Darstellung, also ein junges, entstehendes Sonnensystem mit dem Zentralstern in der Mitte und den sich entwickelnden Planeten. Jetzt muss noch mal etwas trockene Theorie der Sternentstehung erfolgen. In den dichten Kernen dieser Molekülwolken bewirkt die Gravitation durch ihre anziehende Wirkung einen zentripetalen Kollaps der Gasmoleküle. Dem wirkt die thermische Energie entgegen, also die Eigenbewegung der Moleküle. Eine untergeordnete Rolle spielen Magnetfelder und Turbulenzen. Überschreitet jetzt ein solcher Molekülwolkenkern eine kritische Masse, wenn nämlich die Gravitationskräfte stärker werden als die gegenwirkenden Bewegungskräfte, so folgt der Kollaps im freien Fall. Die nach innen stürzenden Schichten fallen fast ungebremst in Richtung Zentrum. Im weiteren Verlauf steigt im Zentrum die Dichte an. Die Hülle wird für die Strahlung optisch dick, das heißt undurchlässig, und bewirkt eine weitere Aufheizung. Es bildet sich ein hydrostatisches Gleichgewicht im Zentrum und ein erster Kern, First Hydrostatic Core, FHSC, aus Wasserstoffmolekülen entsteht. Dieser erste Kern hat typischerweise einen riesigen Radius von 10 bis 20 astronomischen Einheiten und seine Bildung dauert etwa 10.000 Jahre. Ein solcher hypothetischer prästellarer Kern wurde bisher noch nicht nachgewiesen. Durch die weitere Aufheizung und Verdichtung werden die Wasserstoffmoleküle in Einzelatome gespalten und es erfolgt ein zweiter Kollaps, bei dem sich ein Kern von etwa 1,5 Sonnenradien herausbildet. Hiermit ist ein Protostern entstanden, ein Vorstern. Wenn sich ein solcher Protostern aus der Zusammenballung einer riesigen molekularen Wolke aus Gas und Staub im lokalen interstellaren Medium bildet, ist seine ursprüngliche Zusammensetzung homogen und besteht aus etwa 70% Wasserstoff, 28% Helium und Spuren anderer Elemente. Die außenliegenden Hüllenbereiche befinden sich weiter im freien Fall und regnen auf den Protostern nieder. Sie sorgen für einen ständigen Massenzuwachs sowie für einen Zuwachs der Leuchtkraft. Dieser zweite Kollaps führt zu einer Umverteilung des Drehimpulses und zur Ausbildung einer protosolaren Scheibe, wie wir im Bild sehen, oder auch genannt zirkumstellaren Scheibe oder Akkretionsscheibe, mit einer Ausdehnung bis 100 astronomische Einheiten. Hier ein schönes virtuelles Bild einer solchen jungen Sternentstehung. Von außen sieht man gar nichts, aber im Inneren dieser dichten Molekülwolke bildet sich eben die protosolare Scheibe von Hüllenmaterial rund um den Kern und aus dem Kern des jungen Sternes bilden sich starke, gebündelte, energiereiche Jets, also Gasströme, die senkrecht zur Scheibe in die umgebende Hülle strahlen und dort Material verteilen. Dies hier ist kein virtuelles Bild, sondern tatsächlich ein reales Bild von der Entstehung eines jungen Sterns, eines Protosterns. Das ist erstellt worden 1999 als komponiertes Bild von der ESO in Chile und zeigt den jungen Stern Herbig Haro 34. Der befindet sich in 1500 Lichtjahren Entfernung in der Nähe des berühmten Orionnebels. Das ist eine der produktivsten Sterngeburtsregionen. Der eingebettete Protostern unterhalb der Bildmitte emittiert senkrecht zu seiner protostellaren Scheibe einen roten Jet, der durch Wechselwirkung mit Hüllenmaterial am Ende gelbe keulenartige Schocks bildet. Wir sehen nur den einen Jet, der andere, gegenüberliegende, ist durch die dunkle Wolke verdeckt. Das Objekt ist bemerkenswert. Die zwei sich gegenüberliegenden Jets sind Dichte bis 250 Sekundenkilometer schnelle Gasströme, die die umgebende interstellare Materie zerteilen.
Diese Gaseruptionen könnten auf episodische Ausbrüche des Sternes hindeuten, wenn große Materialbrocken von seiner umgebenden Scheibe auf ihn fallen. Ein ungeklärtes Phänomen ist übrigens noch der rätselhafte Wasserfall oben links im Bild. Mit dem Fernglas zeigt sich nur ein kleines Wölkchen. In Wirklichkeit besteht der große Orionnebel wie auch andere Bereiche des Orion aus riesigen Staub- und Gaswolken mit der Entstehung von Tausenden neuer Sterne und damit auch neuer Planeten. Dieses Bild zeigt links natürlich unsere Sonne, in der Mitte unseren König im System, den Planeten Jupiter, und ganz rechts unsere kleine, wunderbare Erde. Und in der Mitte ist ein merkwürdiges Gebilde, ein brauner Zwerg. Braune Zwerge sind kleine Himmelskörper, die eine Sonderstellung zwischen Sternen und Planeten einnehmen. Der Name ist nicht ganz richtig, da auch sie rötlich erscheinen. Die Masse von braunen Zwergen ist größer als 13 Jupitermassen, wir sprechen hier nicht vom Volumen, also größer als die planetaren Gasriesen, sodass sie schwer genug sind für den Beginn der Deuterium-Fusion im Inneren. Allerdings sind sie leichter als 75 Jupitermassen und erreichen daher nicht die Masse, um eine Wasserstofffusion in ihrem Inneren in Gang zu setzen, wie das bei den leichtesten Sternen, den roten Zwergen, gelingt. Ihr Entstehungsprozess ist noch nicht eindeutig geklärt. Vermutlich werden sie wie Sterne auch aus einer verdichteten Gasmolekülwolke gebildet, nur dass ihre akkretierte, ihre zusammengezogene Masse nicht schwer genug wird zur Wasserstofffusion. Oder sie werden bei ihrer Entstehung gestört, indem sie zum Beispiel aus einer protoplanetaren Scheibe herausgeschleudert werden. Solche braunen Zwerge können ganz verschiedene Größe, Temperatur und Struktur haben. Das Bild zeigt in der Mitte drei Beispiele von verschiedenen braunen Zwergen. Ihre Merkmale sind: Braune Zwerge weisen eine vergleichbare Zusammensetzung von Elementen auf, wie auch Sterne, und könnten sogar einen Gesteinskern besitzen. Sie bilden allerdings keine Schalenstruktur aus wie schwerere Sterne. Braune Zwerge besitzen im Kern Temperaturen unter 3 Millionen Grad Kelvin und daher also nicht die nötige Temperatur für den Beginn der Wasserstofffusion. Und am Anfang haben sie Oberflächentemperaturen um etwa 2000 Grad Kelvin und kühlen dann langsam aus. Die bisher beobachteten braunen Zwerge haben Rotationsperioden von weniger als einem Tag, also unglaublich schnell. Sie besitzen möglicherweise Wolken aus Methan und erzeugen vereinzelt sogar Radiostrahlung. Sie entwickeln nur ein schwaches Glühen und leben dafür aber lange. Am Ende verbleibt eine erkaltete Materiekugel im All. Inzwischen wurden mehrere hundert braune Zwerge gefunden. Neuerdings vermutet man bis zu 100 Milliarden brauner Zwerge allein in der Milchstraße. Wir bleiben zunächst im Reich der Zwerge, allerdings nicht bei so zweifelhaften Gestalten wie den braunen Zwergen, die eine Zwischenform zwischen Sternen und Planeten darstellen, sondern jetzt bei echten Sternen, bei kleinen Sternen, bei den roten Zwergen, roten Zwergsternen. Das Bild zeigt einen real nachgewiesenen roten Zwergstern Aumik, allerdings in einer künstlerischen Darstellung. Die roten Zwerge sind die kleinsten Sterne, in deren Zentrum Wasserstoff brennen, also die Kernfusion von Protonen zu Heliumkernen stattfindet. Etwa 3/4 aller Sterne gehören zu dieser Sternenklasse. Sie sind also sogar die häufigste Art von Sternen. Sie leuchten aber so lichtschwach, dass kein einziger von ihnen von der Erde aus mit bloßem Auge gesehen werden kann. Zu ihren Merkmalen: Rote Zwerge sind Hauptreihensterne. Am kühlen Ende der Hauptreihe, rechts unten im Herzsprung-Russell-Diagramm. Erklärung erfolgt später. Sie sind unscharf definiert. Die Masse bei roten Zwergen beträgt zwischen 7,5% bis 60% der Sonnenmasse.
Durch ihre geringe Masse verläuft bei roten Zwergen die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium im Vergleich zu schwereren Sternen wie der Sonne wesentlich langsamer, dafür aber länger. Dieses virtuelle Bild zeigt den Blick von einem erdähnlichen Gesteinsplaneten zu seinem Zentralstern, der in diesem Falle nicht ein mittelgroßer Hauptreihenstern wie unsere Sonne ist, sondern ein kleiner roter Zwerg. Die roten Zwerge. Die Leuchtkraft der roten Zwerge beträgt nur etwa 0,01 bis 5% der Sonne, also sehr schwach. Sie leuchten schwach und überwiegend im langwelligen Bereich oder als Infrarotstrahlung, dadurch erscheinen sie rötlich. Die Oberflächentemperaturen liegen bei etwa 3000 Grad Kelvin. Wenn der Wasserstoffvorrat im Inneren eines roten Zwerges zu Helium fusioniert und damit erschöpft ist, dann schrumpft der Stern. Durch dieses Schrumpfen wird gravitative Energie in Wärme umgewandelt und es kommt zum weiteren Schalenbrennen von Wasserstoff zu Helium. Nach dessen Ende ist auch das Ende des Sterns erreicht. Der rote Zwerg geht in das Stadium eines weißen Zwerges über. Diese Sonderform der weißen Zwerge besteht jedoch überwiegend aus Helium und enthält kaum schwere Elemente. Durch ihren langsamen Stoffwechsel haben sie eine sehr lange Lebenszeit und könnten am Ende des Universums die vorletzten selbstleuchtenden Objekte sein. Dieses schöne, virtuelle, künstlerische Bild gibt ein Planetensystem wieder mit einem zentralen roten Zwerg und drei Planeten, die ihren Zentralstern natürlich sehr nahe umrunden müssen wegen seiner schwachen Leuchtkraft. Eine mögliche habitable Zone in einem System mit einem roten Zwerg müsste also sehr nahe um diesen liegen und für die Entwicklung von Leben dürfte das große Probleme bereiten, insbesondere zum Beispiel durch die Sonnenwinde und die hohen Rotationsgeschwindigkeiten. Die Grafik zeigt sehr schön die Beziehung von habitablen Zonen, also bewohnbaren Zonen auf Planeten, zu ihrem Zentralstern, zur zentralen Sonne. Wichtig sind vor allem zwei Faktoren. Zum einen die Entfernung des Planeten zum Zentralstern und zum anderen die Leuchtkraft desselben. Die mittlere Zeile zeigt sehr schön das Verhältnis von Sonne und Erde. Unsere Erde ist eine astronomische Einheit, eine AU oder AE, von der Sonne entfernt und liegt damit genau in der Mitte der habitablen, der bewohnbaren Zone. Unsere Geschwisterplaneten Venus und Mars liegen bereits außerhalb dieser habitablen Zone mit ungünstigeren Bedingungen. Bei sehr hellen Sonnen in der oberen Reihe mit sehr starker Leuchtkraft muss die habitable Zone natürlich deutlich weiter wegliegen vom Zentralstern. Bei sehr schwachen Zentralsternen, wie zum Beispiel roten Zwergen in der unteren Zeile, muss die habitable Zone deutlich dichter am Zentralstern liegen, damit auf Planeten Leben gedeihen kann. Das Motto des Vortrages könnte auch lauten: Die Masse macht's. Die Masse macht's. Das weitere Leben und auch Sterben eines Sternes wird im Wesentlichen durch seine Masse bestimmt. Je größer die Masse eines Sternes ist, desto heißer brennt das Feuer und desto kürzer ist seine Brenndauer. Die massereichsten Sterne verbrauchen in wenigen hunderttausend Jahren ihren gesamten Brennstoff. Dabei übertrifft ihre Strahlungsleistung die der Sonne um das Hunderttausendfache und mehr. Das Bild zeigt den Lebenszyklus unserer Sonne. Unsere Sonne hat nach 4,6 Milliarden Jahren noch nicht die Hälfte ihrer Hauptreihenphase und damit ihres Lebens hinter sich gebracht. Sie wird weitere 6,4 Milliarden Jahre auf der Hauptreihe strahlen. Die massearmen, kühleren, roten Zwerge entwickeln sich noch langsamer und können ein Alter von mehreren 10 Milliarden Jahren und mehr erreichen. Neben der Masse ist untergeordnet auch der Anteil an schweren Elementen von Bedeutung. Diese Elemente beeinflussen die Brenndauer und bestimmen außerdem mit, ob sich Magnetfelder bilden können und wie stark der Sonnenwind ist. Dieser kann ebenfalls zu erheblichen Masseverlusten im Laufe der Zeit führen.
Sehr hilfreich zur Klassifizierung von Sternen ist das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm. Es ist benannt nach dem dänischen Astronomen Einar Herzsprung und dem amerikanischen Astronomen Henry Russell. Die meisten Sterne verbringen den größten Teil ihrer Brenndauer und damit etwa 90% ihrer Lebenszeit auf der sogenannten Hauptreihe im Herzsprung-Russell-Diagramm. Das ist die breite Linie von links oben nach rechts unten. In dieser langen Zeit wird im Kern gleichmäßig Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Dabei werden über Zwischenschritte aus vier Wasserstoffatomen ein Heliumatomkern fusioniert unter Freisetzung von Energie. Im Laufe ihrer Hauptreihenphase werden die Sterne langsam größer, heißer und heller. Sie bewegen sich in Richtung der Riesensterne, des Riesensternastes. Dies betrifft auch unsere Sonne, die heute etwa 40% heller ist als bei ihrer Geburt. Bei der Fusion im Kern beträgt die Temperatur über 10 Millionen Grad Kelvin. Im Kern sammeln sich die Fusionsprodukte an, also zunächst das Helium. Der Energietransport an die Sternoberfläche erfolgt im Inneren über Strahlung und in den äußeren Schichten durch Konvektion, also Gasströme, und dauert mehrere hunderttausend Jahre. Hier nur eine etwas andere Darstellung des Herzsprung-Russell-Diagramms, diesmal zusammengestellt aus vielen tausend Sternen aus dem sogenannten Hipparcos-Katalog und aus dem Gliese-Katalog. Und wieder zeigt sich, die normalen wasserstoffverbrennenden sogenannten Zwergsterne wie unsere Sonne befinden sich in dem breiten Band der Hauptreihe von links oben nach rechts unten. Die Riesensterne bilden ihren eigenen Klumpen auf der rechten oberen Seite und über ihnen liegen die seltenen, wenigen hellen Riesen und Überriesen. Rechts unten liegen die massearmen kleinen roten Zwerge und links unten ist das Band der weißen Zwerge zu sehen, also die toten Kerne alter Sterne, die keine innere Energiequelle mehr haben und über Milliarden von Jahren langsam nach rechts unten im Diagramm abkühlen. Hier im Bild ein Ausschnitt unserer großen Sonne mit ihren Sonnenflecken und links davon unsere kleine, wunderbare blaue Erde, die Marble, die Marmorkugel im Weltall. Das Bild soll der Hintergrund sein für eine Zusammenfassung des Lebens von Hauptreihensternen. Mittelgroße Sterne, so wie unsere Sonne, sind Hauptreihensterne. Sie entwickeln sich aus mittelgroßen Staub- und Gaswolken durch Kontraktion und Kompression als Folge der Gravitation. Ihre Masse ist ausreichend für die Entwicklung von 10 bis 15 Millionen Grad Kelvin im Kern. Dadurch kommt es zur Zündung und zum Beginn der Kernfusion, wobei vier Wasserstoffkerne, also Protonen, über Zwischenschritte zu einem Heliumkern verschmelzen. Diese Sonnen leuchten gelblich für etwa 5 bis 10 Milliarden Jahre. In der Spätphase kommt es durch Kontraktion und Temperaturanstieg zu einer neuen Stufe der Verbrennung mit der Verschmelzung von drei Heliumkernen zu einem Kohlenstoffkern. Hierdurch kommt es zum Aufblähen zu einem roten Riesen und zum Abstoßen der Gashüllen mit 80% ihrer Masse ins All. Am Ende verbleibt dann ein weißer Zwerg als lange glühender und dann erkalteter, ausgebrannter Kern. Dieses Bild zeigt unsere brodelnde Sonne mit den Granulationen an der Oberfläche, einem koronalen Massenauswurf, den magnetischen Feldlinien und den Strahlungen der Korona. Es soll aber nur als Hintergrundbild dienen über die Theorie des Lebens von Hauptreihensternen. Die Lebensweise und die Lebensdauer von Sternen auf der Hauptreihe sind entscheidend abhängig von ihrer ursprünglichen Masse, also die Masse macht's. Als Zusatzfaktoren von geringerer Bedeutung wird beides mitbestimmt durch ihre chemische Zusammensetzung, insbesondere den Anteil der schweren Elemente, die sogenannte Metallizität, sowie ferner auch durch Magnetfelder. Durch das lange Wasserstoffbrennen, also die Fusion von vier Wasserstoffatomkernen, Protonen,
Zu einem Heliumkern werden im Zentrum der Sterne Heliumkerne erbrütet. Bei genügend hoher Temperatur und ausreichend hohem Druck beginnen diese erbrüteten Heliumkerne weiter zu fusionieren. Das Wasserstoffbrennen wird dabei nicht ausgesetzt, sondern läuft in einer Schale um den heliumbrennenden Kern weiter. Dieses Heliumbrennen gelingt allerdings nur Sternen ab 0,3 Sonnenmassen. Leichtere Sterne glühen nach Verbrauch des Wasserstoffvorrates aus. Dieses Bild zeigt einen Querschnitt durch einen sonnenähnlichen Stern der Hauptreihe und also auch durch unsere Sonne. Im Zentrum sitzt der Kern, darüber kommt die Strahlungszone und dann weiter außen die Konvektionszone, also die Durchmischungszone durch Gasströme, danach dann die äußere Schicht mit Photosphäre und Chromosphäre und ihren Erscheinungen. Auch dieses Bild soll aber nur ein Hintergrundbild sein, jetzt zum Sterben der Hauptreihensterne. Da müssen wir unterscheiden, das Sterben von massearmen Hauptreihensternen bis 0,3 Sonnenmassen. Diese führen die Fusion des Wasserstoffs in einer wachsenden Schale um den erloschenen Kern fort. Sie erlöschen nach dem Ende dieses sogenannten Schalenbrennens dann auch vollständig. Durch die Temperaturabnahme im Zentrum geben sie der Schwerkraft nach und kontrahieren sich zu weißen Zwergen mit Durchmessern von einigen tausend Kilometern. Dadurch steigt zunächst noch einmal die Oberflächentemperatur an, im weiteren Verlauf kühlen sie jedoch ab und enden schließlich als hypothetische schwarze Zwerge. Solche schwarzen Zwerge ohne Abstrahlung von Energie, Licht oder Temperatur sind naturgemäß sehr schwer zu erkennen und sind bisher auch noch nicht nachgewiesen worden. Wichtiger ist das Sterben, das Ende von massearmen Sternen, so nennt man sie, zwischen 0,3 Sonnenmassen und 2,3 Sonnenmassen, also den großen Teil der Hauptreihensterne, zu denen auch unsere Sonne gehört. Sie erreichen am Ende ihrer langen Laufbahn und des langen Wasserstoffbrennens durch weitere Kontraktion in ihrem Kern die zum Heliumbrennen notwendige Temperatur von über 100 Millionen Grad Kelvin, unglaubliche Temperaturen, und auch die hohe Dichte. Diese Sterne werden trotz ihrer Größe Zwergsterne genannt, vor allem aber Hauptreihensterne. Bei der Zündung des Heliumbrennens spielen sich innerhalb von Sekunden dramatische Prozesse ab, bei denen der Leistungsumsatz im Zentrum auf das 100 Milliardenfache der heutigen Sonnenleistung ansteigen kann, ohne dass an der Oberfläche etwas davon erkennbar ist. Diese Vorgänge bis zur Stabilisierung des Heliumbrennens werden als Heliumblitz, Heliumflash bezeichnet. Die Erläuterung zu diesem Bild erfolgt gleich. Zunächst noch einmal zu dem Heliumbrennen. Beim Heliumbrennen entsteht zunächst aus drei Heliumkernen über die instabile Zwischenstufe Beryllium ein Kohlenstoffkern. Später vereinzelt auch Elemente bis zum Sauerstoff. Daher wird dieser Prozess auch als 3-Alpha-Prozess bezeichnet, weil 3-Alpha-Teilchen, 3-Heliumkerne daran beteiligt sind. Gleichzeitig findet aber in einer Schale um den Kern noch weiter Wasserstoffbrennen statt. Durch den Temperaturanstieg und Leistungsanstieg expandieren die Sterne zu sogenannten roten Riesen mit Durchmessern von typischerweise bis zum 100-fachen der Sonne. Dabei werden schließlich auch die äußeren Hüllen der Sterne abgestoßen und bilden sogenannte planetarische Nebel. Zuletzt erlischt dann auch das Heliumbrennen und die Sterne kühlen ab zu weißen Zwergen von etwa 0,6 Sonnenmassen. Jetzt nochmal zu dem Bild. Das Bild zeigt die Entwicklung eines sonnenähnlichen Hauptreihensternes von seiner Geburt auf der linken Seite bis zu seiner Entwicklung zu einem roten Riesen rechts. Links ist der Stern als Protostern zu sehen, wie er aus einer staubigen Materialscheibe sich entwickelt, ganz wie unsere Sonne. Nachdem er den größten Teil seines Lebens auf der Hauptreihe verbracht hat, im ruhigen Wasserstoffbrennen, beginnt sich der Kern des Sternes allmählich zu erwärmen. Der Stern dehnt sich aus und wird röter, bis er sich in einen roten Riesen verwandelt. Das ist rechts noch zu sehen.
Nach diesem Stadium wird der Stern seine äußeren Schichten in den umgebenden Raum drücken, um einen sogenannten planetarischen Nebel zu bilden. Das ist hier nicht mehr dargestellt. Der Kern des Sternes kühlt sich dann zu einem kleinen dichten Überrest ab, einem sogenannten weißen Zwergstern. Auf der unteren Zeitachse ist markiert, wo sich unsere Sonne befindet und sogenannte Zwillinge. Man hat Sterne gefunden, Sonnen gefunden, die ganz ähnlich wie unsere Sonne sind. Das sind zum Beispiel die Zwillinge 18 SCO, 2,9 Milliarden alte Sonne, und HEP 152. Das ist die älteste bisher festgestellte Sonnenzwilling von immerhin 8,2 Milliarden Jahre Alter. Durch das Studium dieser Sterne können wir auch einen Einblick in die Entwicklung unserer Sonne bekommen. Das Protosternstadium links kann auch durchaus bis 2000 Mal größer sein als unsere Sonne, und der rote Riese rechts im Bild kann bis zu 100 Mal größer sein als unsere Sonne. Die meisten hauptreihen Sterne entwickeln sich am Ende ihres Lebens zu roten Riesen. Deswegen wollen wir uns jetzt kurz mit diesen beschäftigen. Das Bild zeigt in künstlerischer Darstellung einen solchen roten Riesen aus dem Sternbild Sagittarius, also Schütze. Rote Riesen sind Sterne von großer Ausdehnung und von hoher Leuchtkraft. Beispiele sind einige Sterne erster Ordnung, zum Beispiel Aldebaran, das rötliche Auge des Stiers, und Arcturus im Bärenhüter im Bootes. Rote Riesen sind alternde Sterne von der Größenordnung etwa einer Sonnenmasse, in deren Kern das Wasserstoffbrennen mangels Nachschub erloschen ist. Daraufhin gewinnt die Gravitation die Oberhand und sie kontrahieren sich so lange, bis Druck, Dichte und Temperatur ausreichen, um nun außerhalb des Kernes, in dem sich ja kein Wasserstoff mehr befindet, im Schalenbrennen Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Im Kern entwickelt sich Heliumbrennen. Die Sterne dehnen sich auf das Hundertfache ihrer ursprünglichen Größe aus, bis sich wieder ein Gleichgewichtszustand zwischen nach außen gerichtetem Strahlungsdruck und nach innen gerichtetem Schweredruck einstellt. Aufgrund der größeren Oberfläche sinkt nun die Temperatur und die Sterne erscheinen zunehmend rötlich. Hier ein bildlicher Vergleich zwischen dem gewaltigen roten Riesen Aldebaran und unserer Sonne. Bei den roten Riesen mit dem Einsetzen des Schalenbrennens verlassen sie die Hauptreihe und befinden sich nun als rote Riesen auf dem sogenannten Riesenast nach oben rechts im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Nach weiteren Jahrmillionen enden sie, wenn ihre Brennvorräte versiegt sind, je nachdem, welche Ausgangsmasse sie hatten, das ist wichtig, entweder als weißer Zwerg, als Neutronenstern oder als schwarzes Loch. Zu ihren Merkmalen gehört, dass sie aufgrund ihrer Ausdehnung und der großen Oberfläche eine sehr hohe Leuchtkraft haben. Dabei können sie die Sonne um das Hundertfache an Leuchtkraft übertreffen. Hier ein Bild, das die ganz unterschiedlichen Durchmesser zeigt. Links unser König im System Jupiter, fast nicht zu erkennen. Dann unsere Sonne. Dann Merak, also ein Stern aus dem großen Bären. Pollux und schließlich rechts Arcturus, ein roter Riese mit dem 25-fachen Durchmesser unserer Sonne. Bei den roten Riesen. Das Wasserstoffschalenbrennen treibt die Hülle des Sternes nach außen und der Stern wird zum gelben Unterriesen. In dieser Phase ist der Masseverlust pro Jahr unglaublich stark, sodass der Stern im Verlauf der Entwicklung einen bedeutsamen Teil seiner Masse einbüßt und der Kern zunehmend wie ein weißer Zwerg entartet. Infolge der großen Ausdehnung haben die äußeren Gasschichten nur eine geringe Dichte und sind nur noch sehr schwach durch die Gravitation an den Stern gebunden. Daher entwickelt sich im Verlauf des roten Riesenstadiums ein starker Sternenwind, durch den die äußeren Gasschichten schließlich vollständig abgestoßen werden. Sie umgeben ihn dann noch für einige Zeit als sogenannter planetarischer Nebel. Rote Riesen mit einer Ursprungsmasse von weniger als 8 Sonnenmassen schrumpfen in der Folgezeit zu weißen Zwergen. Bei mehr als 8 Sonnenmassen von Anfang an setzen am Ende des Heliumbrennens weitere Fusionsprozesse ein,
bis der rote Riese als Supernova explodiert. Zuletzt noch etwas Theorie zum inneren Aufbau von roten Riesen, hier künstlerisch dargestellt. Das Innere der Sonne und von sonnenähnlichen Sternen wird in drei Zonen unterteilt. Die oberste Zone ist die Konvektionszone. Sie erstreckt sich vom Boden der Photosphäre bis zu einer Tiefe von etwa 15% des Sonnenradius. Hier wird die Energie hauptsächlich durch Konvektion, also durch Gasströme, nach oben transportiert. Unter der Konvektionszone liegt die Strahlungszone. Sie erstreckt sich nach unten bis zum Kern. Hier wird die Energie durch Strahlung und nicht durch Konvektion nach außen transportiert. Von der Oberseite dieser Zone nach unten erhöht sich die Dichte um das Hundertfache. Der Kern bildet die zentrale Region. Sein Durchmesser beträgt etwa 15% des Sternes. Hier wird die Energie durch Fusionsprozesse erzeugt, also hier bei uns Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmolzen. In der Sonne liegt die Temperatur im Kern bei rund 14 Millionen Grad. Der Unterschied ist, dass bei roten Riesen die Konvektionszone viel größer ist und bis zu 35 Mal mehr Masse umfasst als bei unserer Sonne, gelegentlich sogar mehr. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Stadium von alten Sternen am Ende ihres Lebens, zu den weißen Zwergen. Das ist das Folgestadium der roten Riesen. Im Bild sehen wir einen solchen weißen Zwerg Sirius B im Vergleich zu unserer Erde. Sein Durchmesser ist etwa gleich zur Erde, aber seine Masse beträgt 98% der Sonnenmasse, ist also unglaubliche 300.000 Mal schwerer als unsere Erde. Ein weißer Zwerg. Ein weißer Zwerg ist ein kleiner, sehr kompakter, alter Stern. Er hat nur eine geringe Leuchtkraft, trotz seiner hohen Oberflächentemperatur, daher liegt er im Hertzsprung-Russell-Diagramm weit unterhalb der Hauptreihe. Der hohen Außentemperatur verdankt er seine weiße Farbe. Der Radius eines weißen Zwerges beträgt nur 7.000 bis 14.000 Kilometer, also 1 bis 2 Erdradien. Dennoch haben weiße Zwerge die Masse eines Sternes, einer Sonne. Sie bestehen im Normalfall aus einem Kern aus anfangs heißer, sogenannter entarteter Materie von extrem hoher Dichte, umgeben von einer dünnen, leuchtenden Photosphäre. Dieses Bild zeigt einen real nachgewiesenen blau-weißen Zwerg GD165a. Interessanterweise zeigt es dicht daneben einen kleinen Begleiter, einen braunen Zwerg. Wir haben gelernt, dass braune Zwerge eben rötlich aussehen. Das Bild sei ein Hintergrundbild für folgende theoretische Überlegungen zu weißen Zwergen. Weiße Zwerge sind nach dem Erlöschen jeder Kernfusion das Endstadium der Entwicklung der meisten Sterne. Sie sind die heißen Kerne von roten Riesen, die übrig bleiben, wenn jene ihre äußere Hülle abstoßen. Voraussetzung für solche weißen Zwerge ist allerdings, dass die Restmasse im Zentrum eines roten Riesen unterhalb des Schwellenwertes von 1,4 Sonnenmassen bleibt, der sogenannten Chandrasekhar-Grenze. Oberhalb dieser Restmassengrenze gäbe es Supernova-Ausbrüche und danach entweder einen Neutronenstern oder bei einer Kernmasse über 2,5 bis 3 Sonnenmassen sogar ein schwarzes Loch. Neutronensterne und schwarze Löcher setzen aber sehr große stellare Vorgänger voraus mit mindestens 8 Sonnenmassen und das ist selten. Sterne erleiden gegen Ende ihrer Existenz einen hohen Massenverlust. Am Ende eines Sternenlebens entstehen daher meistens nicht Neutronensterne und schwarze Löcher, sondern weiße Zwerge. Dieses Bild zeigt eine interessante künstlerische Darstellung des Doppelsternsystems Sirius. Wie wir wissen, Sirius, unser hellster Fixstern aus dem Sternbild Großer Hund. Rechts strahlt der kleine Begleiter, der weiße Zwerg Sirius B, den wir eben schon hatten. Und interessant ist, ein Stern zweiter Größenordnung, rechts neben Sirius, etwas unterhalb von Sirius A, das ist unsere eigene Sonne, wie sie gesehen würde, aus dem System Sirius heraus, in 9 Lichtjahren Entfernung.
Auch dieses Bild sei ein Hintergrundbild für theoretische Überlegungen zu weißen Zwergen. Zur Materieverteilung in weißen Zwergen. In roten Riesen wird die Materie durchmischt durch Konvektionsströmungen, Gasströmungen. In einem weißen Zwerg sind die chemischen Elemente extrem dicht gepackt und daher nach ihrem Atomgewicht getrennt. Die schweren Atomkerne sinken zum Zentrum. Es bildet sich ein Kern, dessen innerer Teil von Sauerstoff und der äußere Teil von Kohlenstoff dominiert wird. Nach außen schließen sich noch dünne Schichten aus Helium und meistens auch Wasserstoff an. Wie überall gibt es hier auch Ausnahmen für Spezialisten. Zur Beschreibung der Materie. In einem weißen Zwerg drücken die Teilchen in der Mitte sehr eng zusammen und es entwickelt sich sogenannte entartete Materie mit Eigenschaften im Grenzbereich der Physik, was für Laien nur noch schwer verständlich ist. Durch die Abkühlung im Laufe der Zeit bleibt ein weißer Zwerg nicht immer weiß, sondern nimmt im Laufe der Zeit eine gelbliche, dann rötliche und zuletzt auch schwarze Färbung an. Diese schwarze Färbung ist allerdings wegen der langen Zeitskala bisher noch nicht beobachtet worden. Jetzt gibt es eine Sonderform von weißen Zwergen, und zwar solche, die eine Nova auslösen können, also einen neu zu beobachtenden, sehr hellen Stern. Das sind weiße Zwerge in einem engen Doppelsternsystem, die Materie von einem nahen Nachbarn absaugen, der meistens ein kühler Hauptreihenstern ist oder ein roter Riese. Das ist hier künstlerisch im Bild dargestellt mit dem weißen Zwerg rechts und dem roten Riesen links. Nach Anhäufung einer kritischen Masse beginnen sie nicht in dem dichten Kern, sondern an ihrer Oberfläche in der Akkretionsscheibe, die sich bildet durch das Absaugen von Materie von ihrem Nachbarn, ein explosionsartiges Wasserstoffbrennen, also die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Dabei wird die Gashülle explosionsartig abgegeben mit einem enormen Helligkeitsausbruch. Der weiße Zwerg selbst explodiert dabei nicht, wenn er unter der Chandrasekhar-Grenze von 1,4 Sonnenmassen bleibt. Wenn er über diese Grenze gelangt, passiert etwas ganz anderes, nämlich eine Supernova. Der Vorgang einer Nova kann sich sogar wiederholen. Weiße Zwerge sind nicht selten. Bisher sind 10.000 solcher Objekte gefunden worden. Man schätzt, dass 10% aller Sterne weiße Zwerge sind. Es wird sogar diskutiert, ob dicht an weißen Zwergen eine schmale, habitable Zone Leben ermöglichen könnte, was allerdings sehr schwierige Bedingungen vorfindet. Noch einmal zur Definition. Eine Nova, ein neuer Stern, ist also ein plötzlicher Helligkeitsausbruch in einem engen Doppelsternsystem aufgrund einer explosiven Zündung des Wasserstoffbrennens auf der Oberfläche eines weißen Zwerges. Die Definition, der Begriff Nova, stammt von Tycho Brahe, dem dänischen Hofastronomen des deutschen Kaisers, der 1572 eine Stella Nova beobachtete, einen neuen Stern. Das Bild zeigt seine Originalaufzeichnung des Sternbildes Cassiopeia und bei I die Stella Nova, also einen plötzlichen neuen Stern. Wissen muss man, dass Tycho Brahe der letzte große Astronom war, der ohne Teleskop, allein mit dem bloßen Auge, die Sternbilder am Himmel ordnete. Früher dachte man also, eine Nova sei eigentlich nur eine leichte, eine schwächere, eine kleine Supernova. Inzwischen ist man mehrheitlich der Ansicht, es sei bei einer Nova ein anderer Mechanismus. Das Bild zeigt einen solchen Nova-Überrest im Sternbild Schwan und sei das Hintergrundbild für folgende theoretische Überlegungen zu einer Nova eines weißen Zwerges. Eine Nova ist die Folge eines thermonuklearen Runaway, eines Durchgehens, einer explosiven Zündung auf der Oberfläche eines weißen Zwerges. Die Voraussetzung bildet ein enges Doppelsternsystem, wo ein weißer Zwerg und ein massearmer Hauptreihenstern oder auch einmal ein roter Riese in Wechselwirkung gelangen. Der Begleitstern muss die Roche-Grenze unterschreiten oder sich ihr nähern.
Die Roche-Grenze besagt, dass die Sterne sich so dicht angenähert haben, dass ihre Gravitationskräfte interagieren und Material des Hauptreihensternes hinübergezogen wird zum Weißen Zwerg und dort eine Akkretionsscheibe bildet. Wenn diese Akkretionsscheibe ausreichend dicht und heiß ist, so beginnt die Fusion von Wasserstoff zu Helium und später beim Erreichen von 10 Millionen Grad Kelvin eine explosionsartige Expansion. Der Hüllenradius des Weißen Zwerges kann dabei auf das Tausendfache bis Zehntausendfache seines ursprünglichen Radius ansteigen. Beim Ausbruch werden folgende Phasen durchlaufen. Zunächst geschieht der Anstieg der Prä-Nova-Helligkeit innerhalb weniger Tage. Dann kommt es zu einem Stillstand und der endgültige Anstieg dauert Tage bis Wochen. Es folgt eine Übergangsphase mit einem Helligkeitsabfall über Wochen bis Jahre. Und dann ein endgültiger Helligkeitsabfall über Jahre bis Jahrzehnte. Das sind nur die Beobachtungen im optischen Spektrum. Es werden auch registriert erhöhte infrarote Strahlungen, Röntgenstrahlungen sowie Gammastrahlen. Zuletzt verbleibt der Nova-Überrest, also ein zerrissenes Materiewölkchen, ein sogenannter planetarischer Nebel, was man unscharf hier auf diesem Bild erkennen kann. Es werden aber nur die äußeren Hüllen der Akkretionsscheibe abgestoßen. Der Weiße Zwerg selber explodiert nicht und das Doppelsternsystem kann wieder zur Ruhe zurückkehren, als sogenanntes Winterschlaf-Szenario. Weitere periodische Ausbrüche können erfolgen oder auch nicht. Fußnote für Spezialisten: Verschiedene Sonderformen von Novae werden klassifiziert. Mit diesem Bild von unserem eigenen Zentralstern, unserer Sonne, bei einer Sonnenfinsternis mit ihrer strahlenden Corona, möchte ich den ersten Teil unserer kleinen astrophysikalischen Reise beenden. Ich hoffe, Sie hatten Freude an den Bildern und Nutzen von den Erläuterungen bei dieser doch etwas komplizierten Materie. Zu den massereichen Sternen und deren Folgezuständen verweise ich auf den zweiten Teil. Dr. Hans-Jürgen Alexi.